Hallo und herzlich willkommen zu den nächsten CTOS-Einbruch in Watch Dogs mit Denzen. Diesen Einbruch habe ich schon mal gemacht. Das ist die Folge 1. Ja, den werde ich aber jetzt nochmal mit Kommentaren machen. Was ist das? Irgendeine Datei? Ist relativ simpel. Muss man einfach nur mit Kameras spielen. Mehr braucht man nicht mal. Braucht man auch eigentlich keine 5 Minuten für, glaube ich. So wie ich es in Erinnerung habe zumindest. So, den einmal runterfahren. Derzeit kann man schon. Könnte man. Glaube. Den da machen. Ja, um den zu hacken, müssen wir hier hochfahren. Das ist der erste. War zumindest so, glaube ich. Ja. So ist es. Ey, nein. Oh. Da krieg ich doch die Krise. Ja, wenn es so schön war. Weil es so schön war. Nochmal das Ganze. So, jetzt habe ich es auch. Ja, man sollte jetzt nicht versuchen, darüber zu springen. Der funktioniert nämlich nicht. Dann wird man sterben. Kann ich euch hundertprozentig sagen. Ja, bin ich jetzt einmal zu viel runtergefahren. So, und der letzte sitzt einmal genau hier und den kann man mit dieser Kamera hacken. So, das war's auch schon. Man hat mich gebeten, die Verantwortung für die Vorhersage-Software zu übernehmen. Sie nennen sie Bellwether. Ich vermute, es ist genau das, wovor sich Ray gefürchtet hat. Wie Ray wurde auch ich angewiesen, nur mit bestimmten Managern über das Projekt zu reden. Ich könnte mich an eine höhere Stelle wenden. Ich könnte sie aufliegen lassen und vielleicht sogar stoppen. Wow, wir hören die ganze Zeit immer dasselbe. Dead Sack. Die können mit allem was anfangen. So wie es ausschaut, ja. Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem Einbruch. Wie gesagt, das ist die Folge 1. Ich werde es aber nochmal reinstellen. Ja, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.